Es ist super traurig, aber wahr, diese Staffel rennt dem Ende entgegen. Und wir würden schon mal so langsam aufräumen wollen und abbauen wollen hier. Ganz kurz schon mal eine Rechenaufgabe. 3 packen minus 2 packen gleich? Ein packen. Einpacken. 3 packen minus 2 packen gleich einpacken. Wer falsche Antworten gibt, dessen Platz wird nach und nach abgebaut. Wirklich ernst gemeint, richtig gehört. Ich meine, was soll ich machen? Das Studio ist anderweitig vermietet, aber morgen ist hier, verstehen Sie, Spaß drin. Die müssen hier rein und selber aufbauen. Und außerdem will ich dem fantastischen Team hier einen Gefallen tun, damit die später nicht so viel machen müssen. Übrigens einmal an dieser Stelle von Herzen ein Riesendank an dieses fantastische Team. Ihr wisst gar nicht, wie wohl wir uns hier gefühlt haben. Und ich glaube, ich spreche da auch für Fari und für Olli. Da rödeln Menschen den ganzen Tag rum, um irgendwie alles möglich zu machen. Vielen, vielen, vielen Dank. Du hast ein richtig geiles Team hier. Mega. Vielen Dank, weiß ich. Weiß ich und weiß ich auch sehr zu schätzen. Ich stelle euch jetzt mal die Fragen und ihr schreibt eure Antworten auf. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist die Antwort falsch, gibt es keinen Punkt. Und unsere tatkräftigen Handwerker bauen ein Stück. Mal schauen, welches. Von eurem Platz weg. Wir spielen 5 Runden. Auf welchen Wochentag fiel Heiligabend im vergangenen Jahr? Oh, come on. Ich brauche meinen Tisch. Ich erinnere mich da an was. Ich glaube, ich weiß es. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Bei Fari. Okay. Fang an bei Fari. Immer schlecht. Ich habe mich irgendwie erinnert, dass das irgendwie unfair war. Man findet es ja immer unfair, wenn die Feiertage aufs Wochenende fallen. Ja. Und irgendwie erinnere ich mich daran, dass ich es unfair fand. An dieses Gefühl. Und deswegen Samstag oder Sonntag. Und ich habe mich für Sonntag entschieden. Mhm. Nein, das war noch. Vor allem Sonntag hast du auch geschrieben, ne? Ich habe Sonntag geschrieben, ja. Das. Joko, was hast du? Gleiche Herleitung, aber Fari, es wäre ja gar nicht unfair, wenn der Heilige Abend auf den Sonntag fällt, dann ist ja der Montag und der Dienstag frei. Stimmt, wie dumm! Wie dumm! So war's! Freitag! Ja! Freitag! Joko? Es war Freitag, es ist so dumm. It's Friday then. Oh Gott, ich hab's nicht verdient, auf das Quizheft zu kommen. Olli, was hast du? Ich hab die gleiche Herleitung. Ich glaube auch, es war an einem Freitag, weil Samstag, Sonntag, 1.2. Weihnachtstag, sind aufs Wochenende gefallen. Oh Gott, okay. Und Laura? Das habe ich falsch, ich hab Samstag. Du hast Samstag? Oh, ich Idiot. Samstag, Sonntag, Freitag. Die richtige Antwort ist, es war ein Freitag. Das bedeutet, es gibt einen Punkt für Joko und es gibt einen Punkt für Olli. Und das heißt aber auch, dass wir anfangen, bei Fari und bei Laura abzubauen. Lasst es! Lasst es! Erstmal mit den kleineren Sachen an. Lass ich glaube, hier wird erstmal so ein Kabel gezogen von deinem Monitor dahin. Lass es einfach, lass es! Nee, wir brauchen das Kabel. Ich sag dir, lass es! Hier ein Kabel weg und bei Laura auch. Ich bin immer noch mit meinem Körper beschäftigt. Hier kommt die nächste Frage. Wie heißt die Mutter von Kim Kardashian mit Vor- und Nachnamen? Oh, komm, Scheiße. Oh, ey. Mach doch mal was Hochkultur. Mit Vor- und Nachnamen. Mit Vor- und Nachnamen. Ach, nö. Habt ihr aufgeschrieben? Hast du aufgeschrieben? Oh, ich weiß es nicht, ey. Echt weiß nicht. Es auch mal. 3. Ach komm, leck mich 2, am Arsch, ey. 1-0. Wir gucken gleichzeitig rauf. Du wirst ja nichts sehen, Joko, der Monitor ist aus. Die haben meinen Monitor kaputt gemacht. Ja. Das ist schon los. Das Kabel, was gezogen wurde. Also, aber wir decken mal die beiden auf, die wir sehen. Ja, Klaus Kardashian. Ach, das weiß ich, Mann. Echt. Heidi Jenner ist aber der Vater, glaube ich. Ne? Ach so. Joko, was hast du geschrieben? Ich glaube aber, das ist der Vater, der jetzt die Mutter geworden ist, ist Kylie Jenner, glaube ich, ne? Ist Kylie Jenner? Kylie ist doch die schöne Junge, oder? Die ist wirklich sehr schön und sehr jung. Ah, das ist Kylie. Das ist wirklich sehr falsch. Aber Jenner, also ich hatte nur Jenner und dann habe ich Kylie. Ich habe nicht den falschen Nachnamen. Ich habe Kendall Jenner.
Kendall Jenner. Kendall, ja, stimmt, hat er wirklich geschrieben, ihr könnt es ja nicht mehr sehen. Kendall Jenner. Klingt richtig. Klingt richtig, ist aber was? Falsch. Gibt's den denn, Kendall Jenner? Wer weiß das aus dem Publikum? Laura? Ich wusste, ihr wisst das alle, ne? Ich hab irgendwie in Erinnerung den Vornamen Chris. Chris. Aber ich habe Jenner nicht geschrieben. Ich habe Kardashian hingeschrieben, da habe ich ihn noch versucht und dann war aber schon weg. Also du hast Chris Kardashian. Ja, und dann halt Chris hier Jenner. Noch versucht, aber... Ja, okay. Das ist leider auch falsch. Und Klaus ist richtig, ne? Klaus ist absolut richtig. Nein, ist total falsch. Alles ist falsch. Es wäre Chris Jenner gewesen. Chris Jenner ist die Mutter und die Managerin und hat 6 Töchter und davon habt ihr einige. Aber wie heißt der Jenner-Vater? Caitlin. Was machst du denn da? Caitlin. Caitlin. Was ist denn los mit euch, ey? Ihr alle bekommt jetzt was abgebaut hier. Seid ihr noch ganz dicht, Alter? Ihr beiden Kabel, die gerade wegbekommen haben. Und bei Fari und Laura wird jetzt der Monitor hier vorne ausgebaut. Ist ja jetzt ein Loch drin bei dir. Den Riesen nehmt ihr dann mit. Ja, der Name ist weg vorne. Ja. Nächste Frage lautet, welcher Fluss fließt durch Stuttgart und Heidelberg? Und Heidelberg. Ey, Leute, ich brauche den Punkt, sonst bin ich weg. Die heißen irgendwie so die Wimme oder so eine Kacke, ne? Oder? Die Wimme? Fari, hast du auch geschrieben? Nein. Auf dein Täfelchen? Weil wir lösen jetzt nämlich gleich auf. Ey, das ist super scary. Also, ich habe die richtige Antwort, Leute. Joko. Ja. Ich kann hinten nicht sehen, was du geschrieben hast. Was hast du geschrieben? Neckar. Neckar. Und das Pendel sagt, dass es richtig ist. Ja, ist auch richtig. Und das Pendel hat immer recht. Was sollen wir sagen? Neckar ist richtig. Fließt durch Heidelberg. Eine wunderschöne Stadt. Habe ich auch. Ja, es ist ein bisschen komisch geschrieben, aber ich hab's. Es Stuff, Necker. Struff, Druff. Ich weiß nicht, was es ist. N-E-K-C-K-A. Das ist leider kein Punkt für dich, Fari. Necker! Alter, soll ich's nochmal richtig? Okay, dann schreib ich's nochmal richtig. Es tut mir leid. Ja, kommt jetzt kommen sie wieder gleich, die komische. Ich kann das selbst sagen, Stuttgart hätte ich nicht gewusst. Stuttgart hätte ich nicht gewusst, aber ich habe einen lieben Freund in Heidelberg. Shoutout an Paul Ripke, den Necker. Hast du Necker geschrieben? Shoutout. Necker. Wird anders geschrieben? Weiß ich nicht. Lass mal aber gelten, auf jeden Fall. Dankeschön. Yes. Laura. Ich habe das falsch geschrieben. Jetzt zeig mal, was du geschrieben hast. Necker mit A geschrieben? Süß. Ja? Necker. Ich fahre mit Neckermann am Neckar lang. Lassen wir gelten, ist ein Punkt. Oh nein. Ein Punkt für Laura. Bleibt alles, wie es ist. Ah, Fari, Mist. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir bauen dein Pult ab. Ey, Peace, Leute, Frieden. Frieden, Leute, überlegt's euch bitte nochmal, ey. Ja, nimm die Tafel, das ist gut. Meine Chips, ey, wie ihr fresst die auch. Ganz kurz nur für euch, also 9 Punkte hat Joko, 8 Punkte hat Olli, 7 Punkte hat Laura und Fari hat 5. Oh Mann, das ist ja gut. Wir können den nicht so versauern lassen, ich weiß nicht. Oh mein Gott, hey. Was hab ich da gehört? Mutter, ey, wirklich, muss man ihm lassen, der ist ein toller Schauspieler. Wirklich. Die holt dich nachher ab. Ich wollte nicht, dass er meine Gedichte hat. Ich ruf die an, dass die dich abholt, okay? Ich hab noch keine Gedichte. Kann mal einer Faris Eltern anrufen? Machen wir. Ja. Es kommt die nächste Frage. Welche ist neben der Aspis viper, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, die einzige in Deutschland heimische Giftschlange? Neben der Aspis viper. Habe ich das richtig gesagt? Ich bin nicht Faris Antwort. Aspis viper. Stimmt, ey, wozu mache ich da noch die richtige? Alter, Dumme. Weißt du es? Ja, natürlich. Bin nur nicht dumm. Ey, wenn du es weißt, dann will ich sehen. Echt? Ja. Okay, ich mach's oben rüber. Fari, aber es könnte sich lohnen, sich Mühe zu geben. Warum?
Silvester, es lohnt sich immer, im Leben zu kämpfen. Wofür? Ich habe nur einen Rückstand von 2 Punkten, Nilam. Erklär mir das. Wie soll ich mit oh, fast hätte ich gesagt. Ich weiß gar nicht, was noch passiert. Also, ich zähle runter, ja? Okay, dann streiche ich die Beleidigung. 5, 4, 3, 2, 1. Tee oder ohne Tee? Joko malt oder schreibt noch, aber die Runde ist jetzt geschlossen. Laura? Ich hatte keine Ahnung, aber ich habe Ringelnatter aufgeschrieben. Die Ringelnatter, das ist leider falsch. Olli? Ich habe Kreuzotter mit Tee. Okay. Kreuzotter? Okay. Ja? Richtig! Richtig. Geil, Alter. Krass. Joko. Ich muss aber ja immer gucken. Ich habe die Ringelnatter. Du hast die Ringelnatter? Ja. Ich wusste aber, dass es falsch war. Oha. Ja, aber dann brauche ich es ja nicht mehr zu sagen. Nee, das ist leider falsch. Ich kenne sonst keine Schlangen. Was hast du? Ich habe auch Kreuzotter. Und dann hatte ich hier noch ganz viel drunter. Ja. Aber das habe ich dann. Hast du gelöscht? Ja, weil du mir Hoffnung gemacht hast. Ja. Aber ist doch erstmal gut, weil du hast erstmal einen Punkt. Ja, erstmal. Wir bauen jetzt nochmal ab. Und zwar bei Joko bauen wir einmal ab. Der Monitor ist bei dir, finde ich. Deswegen, der stand nur gerade, Monitor wieder runtergefahren. Und ich dachte, aber logisch. Warte, darf ich mir noch ganz kurz mein Galaxy Z Flip 3 nehmen? Bauen wir das Pult ab. Soll ich euch helfen? Oder? Darf ich hier unten drin spielen? Passt halt einfach perfekt da unten rein auch. Hallo. So, hat wohl jemand seinen Bohrer vergessen. Wer ist der Gelackmeierte jetzt? Für was? Gucken wir mal, was wir hier alles abbauen. Wir haben noch eine Frage. Was? Wie heißt der einbeinige Kapitän, der Jagd auf Moby Dick macht? Ach so, ich muss es auf der... Du musst auf die Tafel schreiben. Wie heißt der einbeinige Kapitän, der Jagd auf Moby Dick macht? Also ich schreibe mal darüber nochmal hin. Ich würde sagen, wir fangen mit Laura an. Was hast du geschrieben? Jetzt muss ich echt einmal lieber in meinen Stiefpapa schicken. Ja. Weil der nennt uns immer, wenn wir uns fertig machen, um uns zu ärgern, du siehst ja aus wie Captain Ahab. Ahab. Das heißt, du bist dir sehr sicher. Ich weiß es nicht, Captain aber ich Online. Glaube ja. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich glaube ja. Das wäre aber jetzt... Der mit dem Haken. Wirklich. Okay. Weißt wir du? Gucken mal, was Olli hat. Ja. Olli, was hast du geschrieben? Die interessante Geschichte ist, dass dieses Buch erst richtig entdeckt wurde, nachdem er schon gestorben war, der Autor. Es ein unfassbares, große, eine Parabel auf das Leben ist, über den inneren Dämon, den man sein ganzes Leben bekämpfen will, den man sucht, das, was einem im Leben, sage ich mal, triezt. Und das ist das, was einen treibt auch. Ich habe das Buch erst vor 4 Jahren gelesen, das erste Mal. Und natürlich ist Captain Ahab völlig richtig. Das war jetzt Bildungsfernsehen. Das war wirklich Bildungsfernsehen. Beides ist natürlich richtig. Punkt für euch beide. Punkt für Laura und für Olli. Sehr, sehr gut. Ja, mach doch zuerst Fari. Wusste es Joko auch? Mach doch zuerst Fari. Also ich hab die Gleichung... Jetzt Vorsicht, nicht, dass du deine Haare darin aufwickelst. Ich habe das anders angefangen. Ich dachte mir, der Captain mit dem Haken bei Peter Pan, der heißt Captain Hook. Und dann hast du gesagt, der hat nur ein Bein. Dann habe ich gedacht, der heißt Captain One Leg. Mehr wenn kommt da nicht. Wenn ich dir Kreativität einen Punkt gebe, wäre es richtig, aber leider nein, ist es leider, falsch. Nein. Leider ist es falsch. Hop-bom. Oh, Fari, mein Fari. Ja, ich habe auch Ahab. Hast du Ahab? Ja. Guck, wie schön, dass du nicht aufgegeben hast. Das ist alles gut. Pass auf, deine Steinchen fallen sonst ab. Oh, einer deiner Steine klebt schon an Olli übrigens. Das ist richtig. So, aber wir haben ja noch was abzubauen, denn... Ja, kann ich selber machen. Joko, kannst du selber machen? Gut, Sander. Warte, mein Pendel bleibt. Mein Pendel bleibt. Ja, das ist nicht meine Cola. Ich trinke keine das Cola. Das bleibt jetzt so für den Rest der Show. Das bleibt so für den Rest der Show. Ich setze mich mal ordentlich hin. Was denkt ihr denn? Nicht so hohe Gewalt hier, Vorsicht. Und während hier abgebaut wird, sage ich, das war 3 Packen - 2 Packen gleich... Einpacken.
So, herzlichen Glückwunsch erstmal an euch alle. Das war die erste von insgesamt 3 Gewinnstufen. Und ich würde sagen, wir schauen kurz auf die Gesamtübersicht. Da seht ihr und sie zu Hause, dass unser Olli vorne liegt mit 10 Punkten. Oh. Gefolgt von Joko mit 9 Punkten. Laura hat 8 Punkte. Und Fari hat richtig, richtig tolle 7 Punkte. Das bedeutet, wir müssen gleich jemanden verabschieden, aber vorher müssen wir ganz kurz abrechnen, denn es gibt ja die Drumsticks, die ihr braucht fürs Finale. Und der erste Drumstick geht an Monsieur Olli. Ich nehme ihn sehr gerne an. Bitte schön. Du machst das übrigens ganz toll. Dankeschön. Es ist eine große Ehre, Kandidat in deiner Sendung zu sein. Dankeschön. Das kannst du, ne? Das hat mir Tommy Lee von Mötley Crüe beigebracht. Er kann auch nicht so gut trommeln, aber er kann das hier richtig. Nee, der ist schon ziemlich gut. Wir müssen uns von jemandem verabschieden. Der großartige, großartige Fari Yardim, der noch nie in der ersten Runde übrigens ausgeschieden ist. Echt? Ja, wirklich. Bin mir ziemlich sicher. Muss uns jetzt aber leider mit seinen 7 Punkten verlassen. Tut mir so leid. Es war wirklich schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Joko. Es war ein Traum mit euch. Danke, dass du sie angenommen hast. Ich bin wirklich... Danke. Also, es wäre lustig, wenn du nicht fliegen könntest. Das war so schön, Joko. Tschüss. Gott, das war dann I love you. I love you so much. Laura, ich bin für dich jetzt. Vollhorst. Ich habe bewiesen, dass ich wirklich der dümmste Promi hier bin. Der Einzige, der es nie nach da vorne geschafft hat. Ich hätte eine geile Sex-Guru-Show gemacht. Das wäre schön geworden. Das habt ihr verpasst, ey.